Hallo Basti Ziller hier, mal endlich wieder mit einem Unboxing-Video. So was gab es ja schon lange nicht mehr auf meinem Kanal. Und da gucken wir mal, was hier drin ist. Zeit. Hier ist das gute Stück. Na, sehe ich nicht ab. So, da ist er. SH Monster Arts Mogera, endlich, den jage ich schon seit Jahren hinterher. Und endlich habe ich ihn. Also die Box, die sieht schon mal richtig geil aus. Schönes Bild von Mogera, das ist cool. So, da werde ich ihn mal rausholen. Ich mache meine Monster Arts Boxen immer von unten auf, damit oben die Seite sauber bleibt, das Klebeband noch dran ist. So. Oh, das ist größer, wie ich gedacht habe. Wundervoll. Ein paar von den Spiralgranatraketen. Achtung! Spiralgranatraketen! Das sieht aus, als hätte man hier noch Klebeband dran. Nicht mehr lang. Na los. Nur mal kurz gesagt, Mogera, also die Heißhall-Version aus Godzilla gegen Space Godzilla, ist mein Lieblingsmecha. Und ich glaube, ich mag sowohl lieber wie Mecha Godzilla. Tötet mich bitte nicht dafür. Viele finden sie nicht albern, aber ich liebe Mogera. Jetzt ist natürlich das ganze Zeug rausgefallen. Viele Metallteile, wie es aussieht. Da ist er. SH Monster Arts Mogera. Cool. Das ist meine allererste Mogera-Figur. Ich glaube, eine meiner neuen Lieblings-SH Monster Arts Figuren. Review kommt bald. Ich packe jetzt noch meine Effektteile aus und dann mache ich irgendwann das Review dazu. Das war's mal wieder mit dem Unboxing-Video. Bis zum nächsten Mal. Achtung! Spiralgranatraketen! 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 Abfeuern!